Frau Dr. Marx hat 1990 die Diagnose MS bekommen, ihr Mann 1992. 4 Jahre später wurde geheiratet und 1999 kam Tochter Kim Ina auf die Welt. Frau Dr. Marx, Sie und Ihr Mann sind beide an MS erkrankt. Fiel Ihnen die Entscheidung für ein Kind schwer? Mein Mann und ich wollten gerne ein Kind. Die Tatsache, dass wir MS haben, warf viele Fragen auf, die wir uns stellten. Und zum Beispiel, was ist mit den Medikamenten, die wir im Laufe unserer Zeit genommen haben? Wie wirkt sich das auf das Kind aus? Was können wir leisten, wenn zum Beispiel ein behindertes Kind zur Welt kommen sollte? Wie können wir damit umgehen, wenn es uns mal nicht so gut geht, wenn wir müde sind oder eine Schübe haben? Wer hilft uns? Es gab so eigentlich viele Fragen. Und das Problem ist auch noch, dass meine Mutter MS hat. Da war natürlich auch noch diese genetische Frage im Raum. Und vor 10 Jahren war man ja auch noch nicht so weit. Es hieß damals, es gibt eine familienbedingte Häufigkeit. Was können wir tun, wenn unser Kind vielleicht auch mal MS hat? Das war zwar noch ganz weit weg, aber es waren viele Überlegungen, die so einflossen. Und auf diese Fragen haben wir auch versucht, viele Antworten zu finden, indem wir Ärzte gefragt haben. Ich war damals in der Reha, habe da die Neurologen gefragt, meinen Neurologen zu Hause in Bremen. Auch meine Hausärzte. Ich habe mich untersuchen lassen in der Klinik, ob das möglich ist, dass ich halt mein Kind auf normalem Wege zur Welt bringe. Es gab, ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was. Ach ja, genau, dann haben wir auch noch eine genetische Untersuchung machen lassen, mein Mann und ich im Krankenhaus bei uns. Dann haben wir unsere Freunde halt gefragt, inwieweit sie einspringen können. Auch schon nach Paten gesucht für unser Kind, falls mal irgendwie was sein sollte, was Gott sei Dank nicht passiert ist. Also der schlimmste Fall ist nicht eingetroffen. Aber wir haben uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Wann haben Sie begonnen, mit Ihrer Tochter Kim Ina über das Thema MS zu reden? Ging die Initiative von Ihnen aus oder hat Kim Ina nachgefragt? Das lässt sich schwer sagen, weil wir ja mit unserer MS, mein Mann und ich, und unserer Tochter zusammen aufgewachsen sind sozusagen. Das heißt, sie hat auch mal gefragt, was ich habe, dann habe ich dann auch gesagt, was es ist. Oder die Spielkameraden haben gefragt oder die Mütter der Spielkameraden, Multiple Sklerose. Entweder wurde dann nachgefragt, was ist das? Und so im Laufe der Zeit wurde das halt immer ein bisschen deutlicher, dass es halt mit den Nerven zu tun hat. Ich habe dann auch Beispiele gebracht mit diesen Kabeln und dem Kurzschluss und so weiter. Sie fragte halt immer weiter nach und ich habe immer mehr erzählt. Also ich habe da kein Geheimnis drum gemacht oder irgendwas verschwiegen. Und manchmal war das dann so, dann war mit einer Erklärung dann auch der Wissensdurst gestillt. Manchmal hat sie mehr nachgefragt. Das war ganz unterschiedlich. So, aber wir sind ja zusammen mit der MS gewachsen. Ihre Tochter ist jetzt 10 Jahre alt. Reagiert sie heute anders auf die Krankheit als vor 2 oder 3 Jahren? Setzt sie sich überhaupt mit dem Thema MS auseinander? Ja, wobei man nicht immer nachvollziehen kann, wie weit sie sich jetzt auseinandersetzt. Ich denke, das ist auch eine Mischung aus Verdrängen und aus Nachfragen, Akzeptieren. Und als sie noch jünger war, konnte sie das nicht so äußern. Da musste man dann sie eher beobachten und nachfragen. Ja, unsere Tochter geht vielleicht bewusster jetzt damit um, weil sie einige Sachen jetzt schon im Biologieunterricht gehört hat, was Nerven sind und jetzt auch schon mal bewusst nachfragt.
Sie sieht natürlich auch, dass es auch Probleme gibt, dass bestimmte Sachen nicht mehr so gut zu machen sind. Und fragt dann auch mal nach, wie weit sie mir helfen kann. Das hat sie vorher halt so nicht getan. Das ist eine schwierige Frage. Geht sie anders damit um? Ja, vor 2, 3 Jahren war, wie gesagt, vieles unbewusster. Wie gestaltet sich Ihr gemeinsames Familien- bzw. Alltagsleben? Wo liegen, wenn überhaupt, Probleme und wie geht Kim damit um? Ja, ein Problem ist der Energiehaushalt bei meinem Mann und mir. Ja, die Tatsache, dass unsere Tochter sehr lebhaft ist, sehr fantasievoll, aber auch sehr anstrengend ist und eigentlich sehr viel Aufmerksamkeit haben möchte. Und ja, dann kommen wir auch manchmal an unsere Grenzen, mein Mann und ich. Das muss man schon so sehen. Aber jetzt ist sie auch so weit, dass man auch sagen kann, so jetzt brauchen wir mal ein bisschen Zeit für uns. Das wird dann auch akzeptiert. Als sie kleiner war, war es nicht so. Allerdings kommt jetzt auch noch dazu, jetzt ist sie 10 Jahre alt, geht aufs Gymnasium, hat jetzt auch sehr viel zu tun. Wir helfen ihr gerne, aber das kommt so als Arbeitsbelastung noch so ein bisschen dazu. Ja, mein Mann und ich sind beide berentet, haben aber auch die Zeit, um uns und damit wir uns drum kümmern können. Ja, aber wie gesagt, ist nicht einfach. Und trotzdem würden wir sie nie missen wollen. Äußert Kim Ina auch Ängste? Ja, indirekt. Sie hat Angst, dass uns etwas passiert, dass sie vielleicht dann alleine ist. Also es merkt man dann, wenn man wie jetzt zum Beispiel immer ein Wochenende wegfährt, dann hat sie Angst, dass wir vielleicht nicht wiederkommen. Oder als mein Mann im Krankenhaus war, hatte sie Angst, dass ich vielleicht hinfalle und ja, sie dann nicht weiß, was sie machen soll. Sie hat Angst um uns. Das mag vielleicht auch noch daran liegen, dass wir auch jetzt noch ein bisschen älter sind. Also ich war ja sowieso Spätgebärende und sie hat auch Angst, was ist, wenn ihr mal nicht mehr da seid. Das kommt dann schon mal vor. Aber dann reden wir darüber, dass man auch ganz, ganz alt werden kann. Und ich denke, so durch die Verbindung, durch die Liebe, die wir ihr so geben, fühlt sich dann auch wieder ganz wohl. Aber es ist am Anfang schon etwas schwierig gewesen, darauf einzugehen. Welchen Rat können Sie Eltern geben, wenn es darum geht, Kinder über MS aufzuklären? Ja, man sollte offen mit den Kindern umgehen, auf ihre Fragen altersgemäß antworten, nichts verheimlichen, auch nichts beschönigen. Die Kinder sehen das sowieso. Und man sollte die Kinder auch beobachten, weil sich da auch Sachen einschleichen könnten, die man sonst gar nicht mitbekommt. Zum Beispiel, manche Kinder geben sich dann die Schuld dafür, dass es halt den Eltern nicht so gut geht. Oder wollen bestimmte Sachen nicht sagen, um die Eltern zu schonen. Hatten wir bei unserer Tochter auch, dass sie sich zurückgenommen hat, ne, weil sie gemerkt hat, mir geht das nicht so gut. Oder ich denke, ja, offen mit den Kindern umgehen, auch mit den Spielkameraden offen umgehen, dass sie halt, dass die Spielkameraden auch wissen, was passiert, warum die Mutter der Freundin nicht so gehen kann. Bei uns war das ganz spielerisch, auch mit dem Rollstuhl hat unsere Tochter dann weidlich ausgenutzt, dass sie dann gefahren ist und ganz stolz war, dass sie fahren konnte.
Und die Spielkameraden hatte ich dann auch auf dem Schoß. Das war also ein ganz natürlicher Umgang so mit den, mit unserer Tochter und wie gesagt mit dem ganzen Umfeld. Aber man sollte die Kinder wirklich auch beobachten, dass sich da nichts einschleicht sozusagen.